Hallo zusammen. Ja, ich bin heute wieder für euch unterwegs, um euch ein Update vom Windpark Falkenhöhe zu geben, wo die Vestas V136 gebaut werden. Vor 2 Wochen war ich das letzte Mal hier, da hatten sie gerade die erste Anlage fertiggestellt. Ja, und heute ist bereits die zweite Anlage fertig errichtet. Das ist echt krass, das ging jetzt ruckzuck. Ja, heute Morgen wurde das letzte Rotorblatt montiert, das habe ich sogar aus der Ferne mitbeobachtet. Da war ich allerdings auf dem Hohen Lochen und habe da die Montage der letzten E138 beobachtet. Naja, man kann nicht überall sein. Ich hätte hier zwar auch gerne noch beobachtet, aber hier wird ja noch eine dritte Anlage gebaut. Vielleicht habe ich ja da mehr Glück. Ja, der Kran ist runtergeklappt. Das ist auch echt ein krasses Bild, den mal von so nahem zu sehen. Der ist echt beeindruckend. Den werden sie jetzt in den nächsten Tagen zerlegen und ihn 500 Meter weiter zur nächsten Baustelle transportieren. Bin ich mal gespannt, wie schnell sie die dritte Anlage errichten. Ja, echt beeindruckend. Also zumal jetzt diese Woche war es relativ stürmisch noch. Habe ich mich gefragt, ob sie hier überhaupt die Anlage fertigstellen diese Woche. Aber ja, echt beeindruckend. Das ist halt das Krasse bei Vestas. Also die Anlagen sind halt immer super schnell fertig. Ja, ich werde jetzt mal noch weiterziehen. Mal gucken, ob ich ein bisschen näher rankomme. Und dann berichte ich von dort nochmal. So, hier sieht man erst nochmal schön von der anderen Seite. Hier kommt man ziemlich gut dran. Hier ist nichts abgesperrt. Ja, hier sieht man den hinteren Ausleger des Krans nochmal aufgestellt. Ist auch echt schon riesig das Teil. Ja, beim letzten Mal, als ich hier vorbeigeradelt bin, lag hier alles noch in Einzelteile zerlegt. Und jetzt innerhalb von 2 Wochen haben sie die Anlage aufgebaut. Das ist echt richtig beeindruckend bei Vestas. Verglichen jetzt mit anderen Herstellern geht der Aufbau echt ratzfatz. Vielleicht ist das auch gerade ein Grund, warum sich viele für Vestas entscheiden. Ja, beim letzten Mal habe ich ja gerätselt, was diese Netze an den Rotorblättern, was die für eine Funktion haben. Da hat auch netterweise jemand einen Kommentar geschrieben unter mein letztes Video. Ja, also die Netze sind dafür da, wenn die Windnachführung der Anlagen noch nicht funktioniert, wenn es noch nicht am Netz ist, sorgen diese Netze dafür, dass, falls die Anlage zum Beispiel frontal zur Windrichtung steht, dass die Schwingungen da reduziert werden. Ansonsten könnte nämlich die Beschichtung der Rotorblätter beschädigt werden. Ich hoffe mal, ich habe es jetzt richtig erklärt. Ja, hier wird am Wochenende nichts mehr passieren. Weiß nicht, vielleicht bauen sie morgen den Kran noch ab, dass es nächste Woche gleich bei der anderen Anlage weitergehen kann. Aber hier ist jetzt erstmal Wochenende. Ja, auf dem Hohen Lochen sollen ja morgen sogar die Rotorblätter gezogen werden. Aber die sind auch ein bisschen im Zeitdruck, dass die Anlagen fertig werden. Und hier denke ich, dass der Zeitplan ja eigentlich ganz gut läuft. So, ich stehe jetzt hier nochmal in der Nähe von WEA2, der ersten fertig errichteten Anlage hier im Windpark. Als ich beim letzten Mal hier war, hatten sie die gerade fertiggestellt. Und hier kann man sie nochmal schön in voller Größe bestaunen. Die Baustelle ist jetzt verlassen. Echt gigantisch. Es ist auch echt so Wahnsinn, wie Vestas es hinbekommt, solche riesigen Anlagen auf solchen schlanken Türmen zu bauen. Das ist schon echt beeindruckend. Ja, ich habe ja gerätselt, wie viele Turmteile es sind beim letzten Mal. Es sind 5 Stück, ich habe nachgezählt. Ja, hier, bis dahin ist der Turm so
zylindrig und ab dieser Stelle hier ist er dann so kegelförmig und verjüngt sich nach oben. Der LDST. Ja, im Windpark Bedesbach, bei mir in der Heimat, stand ich ja auch schon mal unter V136 mit 149 Meter Nabenhöhe. Allerdings nur mit 3,45 Megawatt. Die Anlagen hier sind leistungsstärker, 4,2 Megawatt. Und im Windpark Freisen im Saarland stand ich auch schon mal unter einer V136 mit 166 Meter Nabenhöhe sogar. Die sind noch mal ein bisschen beeindruckender. Ja, Vestas will ja jetzt auch mit Max Bögel kooperieren, habe ich gelesen. Also auch Hybridtürme bauen. Haben sie die ganze Zeit nicht gemacht. Da haben sie auf ihren Stahlturm geschworen. Aber jetzt für die neue Inventus-Plattform wollen sie jetzt auch Hybridtürme bauen mit 169 Meter Nabenhöhe. Hinten ist die EA3. Ja, und WEA4 wird dann irgendwo hier hinten errichtet. Ja, zum Abschluss hier nochmal die Baustelle von der dritten Anlage. Ich will jetzt hier nicht drauf rumlaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das alarmgesichert ist. Ja, muss nicht sein. Ja, hier sieht man nochmal schön die Rotorblätter. Hier kommt man auch relativ nah ran. Hier die Zackenbänder. Ja, hier sieht man auch nochmal schön die Netze, von denen ich gerade eben gesprochen habe, die die Schwingungen reduzieren sollen. Ja, Maschinenhaus liegt da hinten. Die Narbe hinten dran versteckt. Und zwei Turmteile. Da fehlen dann ja jetzt noch drei Stück. Was ich auch interessant fand, das hat mir jemand auch als Kommentar zum Video geschrieben. Zunächst werden die ersten beiden Turmteile errichtet und dann wird unten am Sockel nochmal so ein sehr fester Beton gegossen, der den Turm nochmal stabilisiert. Und dann werden erst die anderen drei Turmteile draufgesetzt. Ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die vielen Kommentare immer. Finde ich echt immer klasse. Und auch die positive Resonanz. Also ja, da hätte ich echt nicht mit gerechnet. Also vielen Dank dafür. Klar, es sind immer auch mal ein paar negative Kommentare dabei. Aber ja, den Leuten biete ich gerne an, mit mir zu diskutieren über das Thema. Kann ich verstehen, dass nicht jeder Windkraft toll findet. Aber ja, ich bin offen für eine Diskussion. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie lange der Aufbau sich von Anlage 3 hinzieht. Nächste Woche ist schon wieder Regen und ein bisschen stürmisch gemeldet, also wird auch erstmal wieder kälter. Aber Regen ist ja eigentlich ja, generell kein Grund, nicht zu arbeiten. Also denke ich mal, dass sie den Kran die nächsten Tage aufbauen und dann ja, wird es auch hier bald schon mit dem Aufbau der dritten Anlage losgehen. Ja, das war jetzt ein kleines Update. Ich werde auch in den nächsten Wochen noch weiter berichten. Im Anschluss folgt noch ein kleines Drohnenvideo. Viel Spaß damit und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder beim Aufbau der dritten Anlage. Macht's gut, bis bald.